bist du bloß? Rudi, wo bist du bloß? Nein, Spaß beiseite, Leute, Mann. Heute ist mal wieder Zeit für was Ernstes. Denn die Frage ist, was für ein Clanzocker du bist. Es gibt verschiedene Typen, Mann. Stell euch mal folgende Situation vor, ihr habt gerade einen wichtigen Clan und dann passiert das hier. Wirklich wichtig, wir spielen nach ja, keine Sorge, mach mich verlassen. Wenn wir das schaffen, sind wir auf jeden Fall schon in den Top 10, verstehst du? Das heißt, du darfst auf keinen Fall fehlen. Ja, ich bin auf jeden Fall 100%. Es gibt vier verschiedene Arten von Clanzockern. Die erste Art des Clanzockers ist der Lügner. Hör zu, Cameo. Meiner Tante, der geht's heute nicht so gut. Und ich kann den CW heute doch nicht mitspielen, okay? Ich gehe aber nächstes Mal. Ciao. Naja, der Lügner hat auf jeden Fall eine schöne Zeit. Aber ich sage euch eins, Mann. Lügen haben kurze Beine. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so klug, der Lügner zu sein. Denn irgendwann fliegen die Lügen auf und dann siehst du echt alt aus. Der nächste ist der semi-professionelle Zocker. Der semi-professionelle Zocker versucht es einfach jeden recht zu machen. Das heißt, er versucht seine Aufgaben zu erledigen und aber gleichzeitig auch beim Clan War mitzuspielen. Und dann wird alles gemischt und irgendwie hapert es dann bei jedem und es kommt auf jeden Fall meistens nichts Gutes dabei raus. Habe ich aber auch schon öfters durchgemacht. Als nächstes kommen wir zu den süchtigen Zockern. Was du da machst, ist zwar nett, aber kein Internet. Der süchtige Zocker ist eigentlich gar nicht mal so loyal. Er ist einfach nur so süchtig und will die ganze Zeit durchzocken, dass ihm eigentlich quasi völlig egal ist, was mit ihm drumherum passiert. Er könnte den wichtigsten Termin seines Lebens haben, aber trotzdem würde er lieber zocken. Gibt es auch eine ganze Menge von. Naja, und die vierte Art, die letzte Art, ist die professionelle Art, der professionelle Zocker. Mädels, hör mal zu. Also ich finde es wirklich schön, ihr seht auch wirklich gut aus in euren Tops. Finde ich klasse, auch noch schon mal nach. Aber wir haben jetzt hier gerade einen CW, der ist sehr wichtig. Wir wollen in die Liga aufsteigen. Ich möchte euch bitten zu gehen. Raus. Raus! Naja, der professionelle Zocker lässt seine Teamkameraden auf jeden Fall nicht im Stich. Er ist auf jeden Fall real und hat immer alles unter Kontrolle. Du fragst dich, warum ich das Video mache? Du sollst dich lieber eins fragen. Was für eine Art von Clanzocker bist du? Mädels, könnt ihr mir einen klitzekleinen Gefallen tun? Was? Könnt ihr nochmal auf- und abspringen?